Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Eigentlich komplett unmotiviert und ich bin richtig zack drauf in letzter Zeit. Aber ich habe mir gedacht, ihr verdient guten Content und den muss ich euch liefern können, weil ihr seid meine Community. Also habe ich mich aufgerappelt und vorgenommen, dass ich jetzt da weitermache bei diesem Buch hier. Auf jeden Fall, ich will nur kurz sagen, bevor ich beginne, nach der Impfung, wenn ich die irgendwann mal kriegen sollte und wieder Lockdowns weg sind und man wieder reisen kann, wenn man geimpft ist, dann werde ich das machen und dann schaue ich, dass ich richtig geile Reisevlogs mache. Aber derweil müssen wir uns mit dem, es liegt mir auf der Zunge, genießen wir das, was wir jetzt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wollte euch, weil beim vorigen Mal habe ich ja das erste Kapitel gemacht und ich wollte euch die Vorstellung noch einmal zeigen. Die habe ich übersprungen. Also der Mann inmitten des Multiversums. Vorstellung. Hallo lieber Leser, mein Name ist Fabian Theodore Wizard. Wizard habe ich genommen statt meinen echten Nachnamen. In meinem Buch steht mein echter Nachname. Ich bin echt gerade ein bisschen gaga. Auf jeden Fall steht das dann für FTW, Fabian Theodore Wizard. Okay, und das ist die Geschichte meines Lebens. Vielleicht sollte ich mich kurz vorstellen. Ich bin heute 26 Jahre jung und meine größte Leidenschaft ist es, den bösen Wesen des Multiversums in den Arsch zu treten. In den ersten Kapitel werde ich über mein 21-jähriges Ich schreiben. Irgendwann musste ja diese geile Scheiße anfangen, oder? Naja, ich entschuldige mich gleich für meine Wortwahl, aber wenn man zu lange im Universum unterwegs ist, wird man halt auch ein bisschen crazy, aber das stört euch sicher nicht. Ach ja, bevor ich anfange mit dem ersten Kapitel, möchte ich noch der Bruderschaft und der Schwesternschaft danken, ohne die ich nie so weit gekommen wäre. Ich will eigentlich gar nichts dazu sagen, ja, gehen wir gleich weiter. Gut. Ja, schlimm. Okay, zweites Kapitel. Es heißt 2019 und 2019 war auch mein letzter Schub. Und das habe ich ja in der Psychose geschrieben. In den Schubigen. Logbucheintrag 7.4 von Captain Penn geklaut. Übrigens, der kommt übrigens auch in dem Buch vor. Ja, weil seine Texte haben mich schon ganz schön getriggert. Ich höre es immer noch, aber in der psychotischen Phase haben mich die auf jeden Fall sehr getriggert. Okay, Logbucheintrag 7.4. Am 11. November hat sich das Multiversum für mich geöffnet. Ich sage euch, was an diesem Tag habe ich das meiste Glück erfahren. Ich traf meinen heute immer noch besten Freund Rick und was macht dieser verrückte Bastard? Er baut mir eine scheiß Portalgun. Und irgendwie wusste er, dass das eines Tages passieren würde. Logbuchende. Ja, das habe ich wirklich alles in der Schizophrenie im Schub erlegt und ich will eigentlich gar nicht so drauf eingehen, das ist immer noch belastend. Aber ich will das Kapitel vorlesen. Ja. Naja, es ist schlimm, am liebsten das Video. So viel Scheiße passiert, wurscht, machen wir weiter. Es war für mich ein ganz normaler Tag in meinem Dorf. Weil mir langweilig war und es dank des Klimawandels immer noch warm war, zog ich in die Wälder und rauchte einen Joint. Nicht kiffen, wenn man schizophren ist, ganz schlecht. Aber ich habe es halt gemacht und darum habe ich auch so welche Sachen gemacht, wie das Buch geschrieben. Ich schlenderte durch den Wald und hörte meine Lieblingslieder. Plötzlich blieb ich starr stehen. Es öffnet sich vor mir ein grünes Portal, wie bei der Serie Rick and Morty. Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber als Rick and Morty die echten und ich schwöre, sie sahen genauso animiert wie in der Serie aus. Rick kam zuerst mit einer Flasche Wodka raus und Morty folgte ihm. Er schrie, wabalabalabdab, I'm back, baby. Das erste, was mir passiert, ich hau mich zu Boden und lachte mir die Scheiße aus dem Leib. Morty hat seine Welt nicht mehr erzählt, da ich für ihn so komisch ausschaute. Als wir uns endlich beruhigt hatten und Rick mit seinem Wodka auf X fertig war, beschlossen wir gemeinsam erstmal einen zu rauchen. Ja, das alte Kifferlife. Wo waren wir? Entschuldigen Sie bitte.
Leute wüssten, das war nicht die beste Idee, weil wir heute noch weniger unser Leben da packt haben. Rick schoss ein Portal und sagte zu Morty, dass er es einfach holen soll. Nach einigen Sekunden kam er zurück mit einem Geschenk für mich. Vor lauter Neugier riss ich es auf und was finde ich? War ja klar, eine eigene Portal-Gun. Ich war so glücklich, dass ich geheult habe. Ja, und das Schlimme ist jetzt auch, dass das wirklich passiert. Oh Gott, tut das weh, mein Nagel. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Buch hintereinander machen will oder immer wieder einen größeren Abstand machen, weil das ist ja nur. Ich sag mal so, für euch ist das einfach eine Geschichte, für mich ist das real gewesen, okay? Und das ist das Belastende, weil da noch viel mehr Scheiße passiert ist, die, was ich in sehr vielen Videos nicht unterbringen könnte, einfach. Und vieles erinnere ich mich nicht mehr genau, oder ja, verdränge ich ein bisschen noch, aber ja. Wo waren wir? Es war sehr emotional, auch wenn mich die beiden etwas auslachten, aber gut, ist jetzt nicht so wichtig. Nochmal kurz für alle, die es nicht checken. Einen Typen wie mir sollte man... Vielleicht merkt man es, aber ich habe so einen Kiva-Schnappen gekriegt. Das habe ich beim Lesen oft. Nochmal kurz für alle, die es nicht checken. Einen Typen wie mir sollte man nicht einfach so einen Portalgang geben. Auch wenn ich das immer respektiert habe und dass ich mich im Multiversum frei bewegen darf. Aber die Menschen auf unserer Erde sollen noch nichts davon mitbekommen. Noch nichts, ihr sollt noch nichts davon mitbekommen, weil das ja wirklich passiert. Ladi da, Scheiße. Ich spüre die Traurigkeit in mir. Wenn ich weinen könnte, würden Tränen kommen. Ich sag's euch, wie es ist. Hey, warte mal nur, dass ihr es wisst, das war meine Regel. Ich wusste nämlich schon immer, was passieren könnte, aber mir glaubt in dieser Zeit noch niemand, aber gut, euer Problem. Lach, er heul. Es vergingen einige Tage, ich war zwar immer pünktlich zu Hause und dass keiner was mitbekommt, aber wir feierten lange, wisst ihr, wie wir das gemacht haben? Kleiner Tipp, wenn man Infinity Stone hat, spielt Zeit echt keine Rolle mehr. Ja, ich hab das wirklich geglaubt. Tut weh. Interessant. Vielleicht kann ich irgendwann mal drüber lachen. Jetzt nicht. Leute, wenn man so viel... Ich meine, ja, es ist ein Abenteuer, wenn man eine Schizophrenie hat. Aber wenn es in echt passieren würde, wäre es richtig arg. Aber einfach, dass man in seinem schizophrenen Kopf haben und da wirklich fest davon überzeugt sein, dass das stimmt. Eine Sache. Andere Sache ist natürlich, man ist auch wieder froh, wenn es nicht stimmt, weil so viel böse Sachen auch passiert sind. Ich habe viele Hofs gehabt, aber auch ziemlich viel Angst teilweise bei manchen Erlebnissen. Das war nicht gerade immer schön. Ich meine, Liebesgefühle, alles. Godlike. Ich hab zwar, das erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, aber es ist nicht so einfach als Schizophren. Also, an alle, die die Krankheit haben und wirklich ihr Bestes geben, das gesund werden. Ich wünsche euch nur das Beste, werdet gesund. Gemeinsam schaffen wir es vielleicht. Nehmt eure Medikamente, schaut auf euch. Das gilt übrigens für alle, jeder sollte auf sich schauen. Wir haben nur einen Körper und der sollte heilig, ich weiß nicht, wie ich sagen will, als heilig betrachtet werden. Das ist unser Tempel. Und ich habe zwar auch schon viel in meinem Körper zerstört, aber jetzt komme ich immer auf die bessere Seite, also ich gehe den richtigen Weg, das merke ich auch. Und bei mir ist halt jetzt gibt es ja noch ein bisschen Real Talk, bei mir ist so, dass seit ich nicht mehr rauche, ich rauche schon mehr als 50 Tage nicht mehr und jetzt kommen irgendwie immer mehr Unsicherheiten und Ängste drauf und alte Gedanken. Ich mache auch Energiearbeit, wenn es interessiert, in die Kommentare, dann mache ich vielleicht ein Video dazu. Und ja, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber ich bin noch ziemlich am Anfang. Und ich werde den Weg auf jeden Fall weitergehen, weil ich jetzt ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln will. 2019 war das ja mit Drogen ein Selbstvertrauen. Mein ganzes Leben fast habe ich mit Drogen mein Selbstvertrauen gepusht. Und das ist schlecht, weil wenn man sein Selbstbewusstsein mit Sport und so einfach sich gut gehen lässt und so und verschiedene Sachen macht, da können wir extra Video mal drüber machen, ist jetzt wurscht. Auf jeden Fall, es würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen würdet und vielleicht die Glocke anstupsen, dieses Glöckchen, dass ihr kein Video mehr verpasst.
Und ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt von mir oder über irgendein Thema oder egal was euch interessiert oder irgendeine Challenge oder was auch immer, einfach in die Kommentare schreiben. Und aber ein Like bitte. Zwinker, zwinker. Und das war's mit mir. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und haut rein, Leute. Peace out.